Es bleiben gar nicht mehr so viele Verstecke übrig von Team Star. Wir stellen uns der Unlichtbande sozusagen und lernen Pinio kennen. Episode 25. Unlichtboss der Segin-Bande. Das Team ist gerüstet. Wir haben Spinsidias, wir haben Feliospa, Fuetense, Lucario, Buckle und Draschel mit am Start. Und ich denke, dass wir so optimal vorbereitet sind, um eben dem Unlichtlager hier von Team Star dem Ganzen eben auf die Spur zu gehen. Ich hoffe mal, es klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Und wir können hier ordentlich auszahlen. Okay, lasst uns eben an die Klingeldranne gehen und da mal läuten. Möchtest du Team Star mit den ersten drei Pokémon in deinem Team herausfordern? Nee, da müssten wir... Ah, stimmt, das waren ja mit den ersten dreien. Nee, dann nehmen wir das mal noch und setzen Lucario noch mit. Oder nehmen wir Draschel? Draschel. Ne, nehmen wir lieber. Draschel. Buckle. Nehmen wir lieber Buckle mit rein. Ich denke mal, das ist so am effektivsten. Möchtest du Team Star mit den ersten drei Pokémon in deinem Team herausfordern? Ja, jetzt bitte. Es geht los. Wir haben einen Eindringling, der durch pures Glück gegen einen der anderen Banden gewonnen hat und jetzt mit uns aufnehmen will. Zeigen wir ihm, was Team Star wirklich drauf hat, machen wir ihn fertig. Hergehört, Eindringling. Du musst es schaffen, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, sonst rührt unser Boss nicht mal den kleinen Finger. Wenn sonst nichts ist, besiege 30 Pokémon in der Rüpel von Team Star ist unsere Aufgabe. Gut, dann, sagen let's go! Die machen wir schön fertig. Und komm, los geht's. Zack, zack. Wo sind die nächsten Pokémon? Wir haben auch hier überall Kramurks noch mit dabei. Boah, wir räumen hier so gut auf. Hoffentlich wird diese Runde gegen Team Star effektiver als die andere. Was haben wir hier? Oh, zur Ruhe. Spinsidias rastet voll aus. 8 von 30. Autokampffunktion. Eines der coolsten Features dieser Pokémon-Edition überhaupt. Finde ich wirklich sehr nett gemacht. Oh, was ist das denn hier? Ah, Mickrick. Müssen wir auch noch entwickeln. Ist auch noch offen. So, komm. Garnoweel. Wo sind die nächsten? Los, 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 los. Oh, Sneebel. Sneebel haben wir auch noch gar nicht gesehen in dem Spiel. Bin ich definitiv neugierig. Weil wir kriegen ja auch in Karmesin und Purpur einige der Hisui-Form sogar auch. So, komm. Heliospa. Heliospa braucht noch ein bisschen. Oh, hier 25, 26, 27, 28. So, komm, 28. Pokémon gerade kurz durchheilen. Wir ruhen uns kurz aus. Und dann Abschluss mit den Kramurks. Sehr gut, sehr gut. Ende. Wir sind ihm einfach nicht gewachsen. Schnell, ruf den Boss. Oh oh. Das Team Star-Mobil. Mit Knattox vorne dran, glaube ich, auch wieder, ne? Ja. Beziehungsweise seine Entwicklung nehme ich fast eher an. Hey, Pinio, Boss von Team Stars Unlichtmitgliedern. Gut, dass wir unsere Käfer-Pokémon rausgeholt haben. Fiospa kann jetzt auch noch eine Käfer-Attacke. Ich denke, der Kampf sollte wesentlich besser werden als der gegen Irsa.
Du hast hier eine ganz schöne Nummer abgezogen, Bela. Ich bin Pinio, auch bekannt als DJ Evil. Nenn mich wie du willst, solange der Vibe stimmt. Wie wär's, wenn wir direkt zu deinem Outro übergehen? Weil ich so nett bin, leg ich zu deinem Abgang auch ein fettes Requiem auf. Dann heißt es jetzt Party, wir lassen's krachen, lass die Fetzen fliegen. Okay, bin gespannt. Gegen Pinio. Cool gemacht, auch mit dem Moment, wo die Musik kurz ausgeht. Ah, süß. Süß, das kleine Pokémon. Da-da-da-da. Ja, genau. Ich möchte mich mit euch anlegen. Sehr wohl. Da-da-da-da-da-da. Level 21. Oh, ist aber auch sehr effektiv. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn... Weiß nicht, ob das hier so gut ist. Ich würde eher Lucario mit reinwechseln, genau. Käfer-Pokémon brauchen wir später noch. Nehmen wir erstmal lieber Lucario. Sehr effektiv. Das erste Pokémon ist somit schon weggefegt. Und Lucario ist natürlich auch ein bisschen sehr stark. DJ Evil dreht auf. Ich bin gespannt. Aber wir kämpfen wieder gegen das Starmobile jetzt schon, oder was? Ach, jetzt schon? Ja gut, da können wir ja ruhig mit Aurasphäre auch mit reinhauen. Yo. Okay, haut ordentlich rein. Und noch eine Vakuumwelle hinterher. Sehr gut. Okay, ich hätte jetzt gedacht, er hat eher noch ein paar andere Pokémon mit dabei. Aber gut, es wäre... Die Unlichtbasis ist, glaube ich, eher die erste Basis, die man besuchen sollte, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt ja keine richtige Reihenfolge, aber es schien mir irgendwie so einfach. Also klar, es liegt an Lucario, aber na gut. Das wär's dann wohl. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Das wär's dann wohl. Was ist los, Pinio? Ach, Big Boss hatte ein paar Dinge mit mir zu besprechen. Das meiste wäre jetzt aber geregelt. Was für Dinge? Es ging vor allem um Operation Star und um einen Kodex fürs Team. In letzter Zeit sind viele neue Mitglieder dazugekommen. Da brauchen wir so langsam ein paar Verhaltensregeln. Ein Kodex eben. Ah, okay, du wirst bestimmt einen tollen Kodex für uns ausdenken, nicht wahr, Pinio? Nein, danke. Das ist mir zu viel Druck. Erinnert ihr euch noch daran, dass mich die anderen Schüler nicht mehr leiden konnten, nachdem ich Schulsprecher geworden war? Klar, du hast ja auch einen Haufen nerviger Regeln aufgestellt und dir so Schüler zum Feind gemacht. Du wurdest sofort durch jemand anderen ersetzt. Dem kann ich nur beipflichten. Per Exemplum, Frisuren mit einer Haarlänge von mehr als 3 cm im Nacken sind verboten. Eure Regeln waren ein pures Ärgernis, werter Pinio. Eben, deshalb sage ich, dass ich nicht für die Erstellung von so einem Kodex geeignet bin. Aber du kümmerst dich doch sonst immer um die Teammitglieder, Pinio. Du kennst uns doch so gut. Ja, wir haben vollstes Vertrauen in dich. Ohne dich wären wir aufgeschmissen. Du bist nicht mehr wie damals. Wenn du jetzt einen Kodex schreibst, würde ich ihn befolgen. Meine Wenigkeit würde ebenfalls einwilligen. Oh, okay, Leute. Ich hab's kapiert. Ich werde uns diesen Kodex zusammenstellen. Okay, also er ist ja da so ein bisschen der... Ja, nicht der Leiter der Gruppe, aber... Ja, hält das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammen. Ich habe getan, was ich konnte. Ja, das war's. Ich muss dem Kodex folgen. Hab ihn schließlich selbst verfasst. Dann sind meine Tage als Boss wohl gezählt.
Hier, mein Teamorden, das Zeichen meines Bossstatus. Nimm schon. Yeah. Bam. Cool. Die Straße der Sterne. Teamstars Unlichtmitglieder besiegt. Sehr cool. Und wo wir schon mal dabei sind, diese TM hast du dir auch verdient. Schmarotzer. Hätte er wahrscheinlich eingesetzt, hätte ich ihn nicht so schnell platt gemacht. So endet unsere Party, was? Deine Pokémon sind übrigens knallhart, Respekt. Sowas lernt ihr also an der Akademie. Welche Attacken kann man am besten reinhauen und wie man seine Pokémon trainiert und so. Ja, genau. Okay. Gehst du denn gern zur Akademie? Macht's dir Spaß? Ja, ich war zwar schon seit Beginn des Spiels nicht mehr da fast, aber ja, natürlich. Wirklich? Hey, bist du Pinio? Boah, noch ein ungebetener Gast. Was soll die Schmalzlocke? Hat die ein Fuetente gestylt? Oh mein Gott. Ich wollte dich nur kurz was fragen. Wäre das okay? Boah, das wird garantiert nervig, aber okay. Hab jetzt eh nichts Besseres mehr zu tun. Danke, yo. Voll Swag von dir. Wie halt alles versucht, irgendwie cool rüberzukommen. Dann komme ich gleich zur Sache. Wenn ihr von Team Star so weitermacht, werdet ihr irgendwann alle an der Akademie verwiesen. Aber, also warum löst ihr Team Star nicht einfach auf und geht zurück an die Akademie? Das wolltest du mich fragen. Okay. Weißt du, wir warten auf das Comeback von einer wichtigen Person. Aber ob diese Person zurückkommen wird, steht in den Sternen. Eine wichtige Person. Ein guter Freund von euch also? Ich rede vom stärksten aller Team Star-Bosse, so wie der Top-Champ der stärkste aller Trainer ist. Unser Big Boss hat uns damals vorgeschlagen, gemeinsam ein Team zu gründen. Und wo ist denn dieser Big Boss gerade? Tja, wenn wir das wüssten. Seit etwa 1,5 Jahren herrscht Funkstille. Wir dachten, dass Big Boss sich früher oder später melden würde, solange wir nur Team Star am Leben erhalten. Aber die Lehrer nerven uns ständig damit, dass wir das Team auflösen sollen. Und dauernd tauchen auch noch so Partymuffel wie ihr hier auf. Ach, wer weiß. Vielleicht wurden wir wirklich im Stich gelassen. Big Boss hatte schließlich sogar selbst mal davon gefaselt, das Team auflösen zu wollen. Oh, das klingt, als wäre Team Star und dieser Big Boss dir sehr wichtig, hm? Ist das nicht offensichtlich? Wie ihr in der Akademie sagen würdet, sie sind wie ein Schatz für mich. Okay. Also irgendwas, weiß ich nicht. Ich glaube, Team Star hat gar nichts Böses im Schilde so wirklich. Wir können aber dann jetzt zur Wasserarena weiter, weil es werden ja erstmal angerufen, Cassiopeia bestimmt. Bela, Pinio hat hier seinen Teamorden vermacht. Verstehe. Ohne Boss steht die Segin-Bande vor dem Aus. Pinio. Tut mir leid, ich war mal wieder in Gedanken. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. 6000! Yay! Du kannst mit der TM-Maschine nun mehr Arten von TMs herstellen. Sehr gut. Nutze diese neue TMs, um deine Pokémon noch stärker zu machen. Außerdem wird dir jemand vom Versorgungstrupp noch einige Materialien vorbeibringen. Ja, Cosima. Hallo, hier ist der Versorgungstrupp. Oh! Oh, Koraion! Oh, was soll das? Oh, wie süß. Hey, lass das. Hilf mir. So cool, ich liebe Koraidon und so. Würde mich aber mal interessieren, wie die Animationen bei Purpur sind. Oh, das ist ja müde. Bäh, es lebt überall Sabber an mir. Mal im Ernst, was ist das für ein Pokémon? Ein ganz besonderes Pokémon ist Koraidon. Besonders merkwürdig, hm? Versteh schon. Oder ist es etwa wirklich außergewöhnlich? Aber ja, bevor ich es doch noch vergesse, hier ist deine Belohnung.
Du hast viele Pokémon-Materialien erhalten. Sehr gut. Danke sehr. Dein Name ist doch Bela, oder? Sag mal, was hältst du als Teil des Kampftrupps der Operation Stardust eigentlich von Team Star? Ja, sie sind... Ja, gut. Ich weiß es nicht. Sie sind, glaube ich, schon stark, aber aktuell sieht's ja eher mal nicht danach aus. Ja, doch, sie sind stark. Bestimmt. Angeblich sind die Mitglieder von Team Star nicht von Grund auf schlecht. Viele von ihnen wurden früher gemobbt oder tun sich im sozialen Umgang mit anderen schwer. Irgendwann haben sie sich dann zusammengetan und Team Star gegründet. Alleine waren sie gegen das Mobbing machtlos, doch gemeinsam wollten sie dagegen ankommen. Das weiß ich aber nur, weil ich ihre Konten in den sozialen Netzwerken gehackt habe. Okay. Es gibt wohl auch einen geheimen Drahtzieher, der die fünf Bosse versammelt und mit ihnen das Team gegründet haben soll. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet, meine Kehle ist schon ganz trocken. Meine erst. Also, es sind noch ein paar Verstecke übrig. Viel Erfolg! Yay! Ich glaube, es ist ja offensichtlich, dass ich mit dem Anführer die ganze Zeit rede, seitdem welcher sich anderthalb Jahre bei Team Star noch nicht gemeldet hat. Was sagt ihr eigentlich zu meinem schönen neuen Aufsteller von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur? Sehr cool, ne? Ich wollte irgendwie noch was im Hintergrund haben und hab ihn dann ergattern können. Hab mich sehr gefreut. Mir wurde es aber auch versprochen, dass man den für mich zurücklegt, aber es ist, ja. Ist ja auch nicht immer ganz so, wie man sich das vorstellt. Also man kann es halt auch nicht immer machen. Aber umso glücklicher war ich, dass ich ihn dann doch bekommen habe, dass man mich nicht vergessen hat. Okay, diese Barrikade. Wir können noch mal ein bisschen trainieren. Diese Barrikade gehört zu einem Versteck von Team Star. Er meint wahrscheinlich die im Hintergrund, ne? Ja. Der Matthias. Das mal gerade mit Käferbiss wegmachen hier. Oh. Spinsidias! Schon ordentlich gemischtes Team. Ich weiß überhaupt nicht, was wir final dann überhaupt mit reinnehmen sollen. Bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt, wirklich. Yay. Picuda. Ba 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 ba. Haben wir mit Blattwerk eben weg. Sehr cool. Feliospa finde ich auch eine sehr coole Entwicklung. Gefällt mir auf jeden Fall besser als Lokroko. Tut mir leid, mein Kleiner, aber deine zweite Entwicklung ist echt nicht hübsch. Okay. Und wir kommen somit an in... Wie heißt die Stadt? Garafosa City. Okay, erstmal Pokémon heilen. Jawohl. Da. Sehr gut. Und dann müssen wir das Team nochmal durchmischen. Danke für deine Geduld. Gerne doch. Okay. Doch. Wir haben erstmal alles. Ich finde das hier mit dem Mopex auch so geil. Extra Parkplätze dafür. Verdiente Ruhepause. Hier können sich Reit-Pokémon erholen. Das ist das Mindeste, was wir für sie tun können. Wo sie uns auch geduldig durch Paldea tragen. Ja. Wir werden hier wieder aufgeladen, oder was? Können wir dann einfach uns hier so abstellen. Okay, oh, sieht schon so wassermäßig aus alles, ne? Von der Architektur her mit den Farben und so.
ist schon schön. Echt ein kleines, hübsches Örtchen. Was haben wir denn hier? Was, wollen wir gerade mal gucken auf die Karte, was es hier so alles Schönes gibt eigentlich? Oh, ich sehe schon hier. Haute Couture. Very... Bäckerei Orno, Schönheitssalon Reborn, Sigurite, T&R ist das, T&R ist, ja, das, wo man halt wirklich richtig pleite wird, Botobeutel und die Arena, die Arena natürlich noch. Aber, ich sehe gerade jetzt erst, dass hier das Wasser runterläuft. Voll schön gemacht, richtig idyllisch. Ach! Wir kommen ja so hier hoch. Oh mein Gott, wie cool! Okay, die Mauern sind echt... Boah, was sind die Mauern hier? Okay, von der Seite geht's, aber hier mit dem Schatten drauf ist schon echt wow. Dass man sich da halt einfach nicht so gedacht hat, so... ja, nee, ist ein bisschen matschig, machen wir doch mal nochmal neu. Also teils ist es wirklich ein bisschen... sehr... bisschen, ich weiß auch nicht, bisschen seltsam. Okay, lass mal reingehen. Gucken, was hier so Schönes gibt. Luxusstrumpfhose, mein lieber Scholli. Lederrucksack. Gibt's den auch wieder in Karamell, in Braun? Oh. Ei, nee. Oh. Nee, das ist aber nicht so schön hier. Nee, gefällt mir nicht. Ist schon so ein bisschen bonzenmäßig, ne? Ein Barett gibt es hier. Auch ein bisschen sehr groß. Eine Butterfly-Sonnenbrille. Hey, die sieht doch mal ganz schick aus. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wo die golden sein soll. Aber ich finde, die hat Style. Die nehmen wir mit. Okay, sehr cool. Was haben wir denn noch hier alles so Schönes in dem Örtchen? Hier ist die Arena, da wollen wir noch gar nicht hin. Wer braucht schon einen Aufzug? Okay, gucken wir uns weiter um. Was haben wir hier? Ah, hier gibt es diese Sandwich-Sachen. Okay. Ein exzellentes Restaurant. Ich will lieber ein Sandwich. Ja, das sind, also... Ich finde das so krass, ne? Okay, also hier das hier vom Design her ist ja wirklich okay. Wir haben ein sehr gemischtes Publikum. Gottes Willen. Also ich find's auch überhaupt nicht schlimm. Find's auch ganz gut. Aber teils haben wir hier echt Bodybuilder-Frauen, wo du so denkst, wenn die dir irgendwann mal ein paar klatschen, ey, da fliegt der Kopf auch direkt vom Körper. Wird direkt abgetrennt. Nichts geht über ein schönes Picknick. Ehrgeizige, sportliche Damen. Felino aus Paldea. Ich habe kein Felino mehr aus Paldea. Ein Muskelband? Oh! Das Delfin-Pokémon haben wir auch noch gar nicht. Das müssen wir auch noch irgendwo fangen. Müsste man nochmal an der Küste irgendwo gucken oder so. Das war so eine kleine Erkundungstour, was es hier überhaupt so gibt. Japanisches Restaurant. Was haben wir hier? Das ist hier da auch nochmal so eine Art Supermarkt. Kann man auch so verschiedene Utensilien kaufen. Socken. Was haben wir hier noch? Oh, hier wird man ja auch immer arm. Okay. Ja, würde ich sagen, wir kundschaften jetzt noch ein bisschen den Ort aus und schauen, was man hier alles noch so Schönes machen kann. Aber es geht ja noch... Wir waren hier unten auch noch nicht fertig. Jetzt, hier unten ist ja noch der Kampfplatz, der große. Das ist ja das, was jetzt in der letztens gesagt worden ist, dass man hier auch einige Sachen erfährt.
Stimmt, wir laufen hier die ganze Zeit rüber. Wir können aber auch schwimmen. Was haben wir hier noch? Schönes. Die Apotheke. Finde ich auch gut, dass es sowas mehr gibt. Oh, Schuhe. Oh, ich glaube, ich mache noch einen kleinen Shopping-Rausch. What the heck? Aha, okay. Unzertrennlich, die beiden. Schön. Okay, alles klar. Ich guck mal, was ich hier noch so Schönes finde. Shopping-Tour mache ich besser ohne euch. Das dauert ein bisschen zu lange. Da einfach mal gucken, was es hier so gibt. Man kann den Charakter ja leider nicht so ganz gut anpassen. Aber ein bisschen was geht ja immer. Aber das werde ich jetzt erstmal hier für mich so ein bisschen tun. Die Stadt noch ein bisschen erkunden. Und dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge dann unseren nächsten Arena-Orden holen. Also, mal schauen, was wir hier noch alles so Schönes machen können. Musik.